Hervorragend. Rübergerannt. Reingeschmissen. Und dann gucken wir auch gleich mal wieder auf die Uhr, ne? Wie spät es ist. Aber wir haben gerade Mittag durch. Also haben wir noch Zeit. Energieschild. Wie sieht es mit Nahrung aus? Ist noch okay. Ausgeruht sind wir 13 Minuten. Ja, ein bisschen würde ich noch buddeln, wa? Und natürlich muss ich den jetzt hier immer auf der oberen Leiste lassen. Eben gerade im Kampf war es allerdings auch ein bisschen mies. Wegen der Tränke. Aber was soll's, wir machen weiter. Sehr gut. Und um die da kümmere ich mich mal. Eigentlich würde ich gerne den Klumpen auch wegmachen, aber das mache ich später. So. Und du stirbst. Huch, da kommt noch einer. Ach ja, die laufen dann ja immer weg. Stirbst du wenigstens an Verbrennungen? Ja. Gut, dann mache ich bei dir hier mal den hier. Reißt. Hat mich noch getroffen. So. Zack. Und bei dem Turm habe ich das Gefühl, der nächste Brocken könnte es zum Einstürzen bringen. Wir werden sehen. Das Ding wird das zerstören, ne? Deswegen mache ich das mal jetzt, wo gerade keine Feinde da sind. Es hat es nicht zerstört, gut. Hattest du Schaden angerichtet? Nö. Der hat ein bisschen Schaden genommen, aber ich glaube, das war von einem Angriff. So, dann gibt man den Stuff, Energieschild natürlich. Oh, unser Life. Ja, moin. Ich würde sagen, ich baller mir mal einen Trank. Hey, warum ist unser Life denn so low gewesen gerade? Na gut, wie auch immer. Wir haben dieses Pulver, das wollte ich nur. Und da kommt direkt wieder einer. Tschüss. Und da kommt ein Bogenschütze, den mache ich auch gleich platt. Glaub mal ja nicht, ich habe dich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, wir sind die Überlebenden vom Spawner, ne? Den ich eben gerade abgerissen habe. So sei es. Und wir gehen wieder rauf. So. So, hier rauf. Ausdauer. Und ich wette, wenn wir den hier wegbrechen oder den obersten wegbrechen, dann fängt es an zu wackeln. Mal gucken. Ich stelle mich mal so, dass wenn ich runterfalle, auf dem unteren lande. Aber allerdings wird das Flammkern erst dann runterfallen, ne? Ja doch, ich habe zwei gesammelt, aber trotzdem ist was runtergefallen. Ist natürlich doof. So. Und so. Der hat noch nicht einmal gewackelt. Ausdauer sollte ich auch aufpassen. Dass wir noch genug Ausdauer haben, um hier wegzukommen. Ne? Sonst werden wir in der Lava gekocht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Ich sammle mal die Sachen hier ein, damit sie nicht weg sind, wenn das Ding anfängt zu sinken. Nein! Was war das denn? Also das muss ich später nochmal analysieren. Was hat mich denn da gerade getroffen? Hä? Was ist denn hier los? Warum hat er sich gerade bewegt? Irgendwie ist der gerade buggy? Keine Ahnung. Oh oh. So. Ruhe. Und nach hier oben. Und weiter gebuddelt. Na komm schon. Digga, was ist denn mit dir? Übelst glitschig auf diesem Kernerz. Flammenkernerz. So. Interessant. Kracht immer noch nicht ein. Weil der hier connected ist, kracht er gar nicht ein vielleicht? Das wäre ja erfreulich. Weil dann können wir hier alles mitnehmen. Wow, 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 wow. Da ist Lava. Vorsicht. Und ich bin jetzt hier auf dem Boden, der sehr schnell sinken wird. Also bloß aufpassen. Da war's. Da hat's gebollert. Vorsichtig. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger, damit ich's höre. So, Energieschild. Und der da hat einen Stern, um den muss ich mich kurz kümmern. Ja, es sinkt. Schnell, den hier noch. So, und tschüss. Gut. Und ganz ehrlich,
Das hören wir eigentlich mitnehmen und let's go. Oh, wir sind nicht überladen. Und der Krieger ist sowieso sehr weit weg. Ja, obwohl, da wird er das nächste Mal kommen, ne? Obwohl, das soll da jetzt mal in Ruhe sinken. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück. So. Und jetzt bin ich richtig gespannt. Weil, natürlich, wir haben jetzt erstens... erste Neuerung ist, wir haben endlich Erz gefunden. Und zweitens, wir haben jetzt auch herausgefunden, wie wir es abbauen. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich mal ein wenig nachschauen. Warte mal, ich sortiere erstmal den ganzen Stuff ein. Wir haben ja jetzt eine neue Sortierung. Rein damit. Hier ist Marmor ohne Ende. So. Ah, das ist natürlich nervig. Hier haben wir das Erz. Hier haben wir noch normalen Stein. Dann hier schmeiße ich mal das Erz runter. Hindurch. Hier ist noch mehr Stein, ne? Grausten. Oh Mann, ich glaube, das passt gar nicht mehr in die Kiste rein. Können wir gleich Marmor nach oben bringen, so sei es. Aschenholz. Und dann hier Hühnerfleisch. Monsterorgane, alle drei damit. Kleinvieh. Großvieh. Ach ja, das müssen wir auch noch nach oben bringen. Stimmt, das habe ich letztes Mal nämlich auch übersehen. So sei es. Das mache ich gleich. Stein, Schwefel, Flammkernerz. Den Stein hier rein. Marmor hier rein. Das bringe ich gleich nach oben. Oh, müssen wir gar nicht. Nee, ganz knapp nicht. Sehr gut. Ja, dann mache ich das beim nächsten Mal. Und hier haben wir noch Holzkohle. Harz gefunden. Das freut mich auch, weil davon hatten wir bisher nur einen einzigen. Und noch mehr von dem Flammkernerz. Sehr gut. Wir haben hier Feuerstuff. Federn. Was ist das denn? Morgensehne. Das ist eindeutig ein Monsterorgan. Das kommt hier rein. Morgensehne und... Stimmt. Da hatten wir auch eben gerade einen neuen Umhang bekommen. Den wollte ich mir mal angucken. Hier kommen die Eggs rein. So. Hier kommt das Reptilienfleisch rein. Pilze. Da bin ich immer noch sehr unzufrieden mit, dass wir das so sortieren. Aber was soll's. Dann Knochen. Halt. So. Und so. Und was war das noch? Heute. So. Perfekt. Und dann machen wir das mal folgendermaßen. Marmor kann erstmal da bleiben. Aber ich wollte hier Kleinviehfleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Großviehfleisch ist okay. Ja, wohl hier. Können wir eigentlich so lassen. Monsterfleisch. Keine Ahnung. Und da, das ist eigentlich Knochen, ne? Aber ich würde das eigentlich... Wir haben hier das hier schon Knochen. Verkohlter Schädel. Ja, doch, hier, das passt schon besser so. Und ich bringe das mal kurz nach oben. Und schmeiß mich da noch gleich in eine Pofe, ne? Ich glaube, es ist wieder Nacht geworden. Erstmal mache ich das, das, das. Die hier werden jetzt unsere besten Freunde. Dann die Axt nach da. Das hier hin. So und so und so. Und so. Und auch der war gar nicht so schlecht. Könnte ich mich dran gewöhnen. Mal gucken. Hier haben wir noch einen Hammer. Den kann ich auch oben mal der Rüstkammer anbringen. Das mache ich mal eben. Und dann gehe ich auch direkt pennen. Ach ja, das hier ist ja auch noch da. Stimmt. Ja, gut. Komm. Dann mache ich das auch noch eben fix. So. Perfekt. Ab nach oben. Oh, und ich freue mich schon gleich, wenn wir das neue Metall aufsammeln. Wie viele neue Sachen reinfliegen werden. Habe ich richtig Bock drauf. So, warte mal. Hier kommt der Froststab in 3, 2, 4. Den Schädel, den behalten wir mal erstmal. Und hier kommen die Klamotten hin. Und so. 1, 2, 3, 4. So und so und so. Und den auf die 1. Sehr gut. Und den Hammer, den 1er Hammer packe ich hier hin. 5. Und den 3er Hammer packe ich hier hin. Sehr gut. Dann nochmal fix in die Rüstkammer. Das Hasenfleisch weggebracht. Ich glaube, auch da haben wir noch gar keine Kiste, ne? Ich glaube, wir hatten eine Fleischkiste irgendwann mal gemacht. Und da ist vor allem sehr, sehr, sehr viel Wolfsfleisch. Ja, hier, ne? Wolfsfleisch.
Ja, und, ja gut, ich hole mal eine Kiste. So. 10 und 2 und das brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir, weil ich eine Treppe bauen muss. Das ist eine Leiter. So. Wo war das Fleisch? Hier. Zack. Nach oben. Das reicht schon. Dann Möbel. Diese Kiste hier. Dort oben drauf gestellt. Ja, so. Komm. Und wie sortieren wir das? Ich packe hier einfach das Hasenfleisch rein. Weil wir haben hier so viele verschiedene Fleischtypen, dass es schwierig ist, da jetzt schon zu sortieren. So. Und das Inventar ist aufgeräumt. Hervorragend. Holz wieder rein. Und dann schmeißen wir uns ins Bett. Bah. Oh, das sieht ja schön aus. Hä? Mir ist nie aufgefallen, dass der Mond so schön aussieht. Ging immer an mir vorbei. Gibt es jetzt Mondzyklen? Also, jetzt ist Vollmond und dann nimmt der Mond wieder ab. Ist das so? Wäre ja, glaube ich, gar nicht so schwer zu implementieren, wenn ich so drüber nachdenke. Wäre ein süßes Detail. Und dass es dann auch heller ist, wenn Vollmond ist. So wie in echt. Das wäre voll geil. So, wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann gehen wir direkt ins Lager. Beziehungsweise in den Keller. Zapfi, auch wieder dabei. Und Schnuffi hält schon wieder hier oben die Stellung natürlich. Sehr gut. So, runter. Und wir gehen in den Keller zum Lachen. Und außerdem haben wir hier noch die Erze, die muss ich auch noch mit runternehmen. Stimmt, die Erze kurz umsortieren. Ich glaube, das geht ganz schnell. Weil wir haben ja, Gott sei Dank, die Erze da hinten noch mit einsortiert, die zu viel waren. Und jetzt, wenn ich das Erz reinwerfe, muss ich darauf achten, warte mal. Also, 30er, den und den und so. 30er und so. Die angefangenen immer hier und die vollen Stacks sortieren wir weg. Dann mache ich hier hin. Also ich mache da nicht hin. Ich meine, ich mache den da hin. Wer hat hier hingemacht? So. Kurz nach hier oben. Aufgesammelt und reingeworfen. Es passt genau noch rein. Vor allem, das hier ist so Müll, ne? Das hat so überhaupt nichts gebracht. So, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Es kommen jetzt richtig viele, ne? Sämtliche Rüstungsteile werden jetzt bestimmt vorgeschlagen. Flammenkerl, Brustpanzer, Beinschienen, Robe von Embler. Berserkier-Äxte, Aschenzahn, Aschenumhang, Zerreißer. Eine neue Spitzhacke. Flammenkernhelm, oho. Streitkommen, oh Mann, da gibt es aber viel zu tun. Asquin-Sattel? Was ist denn hier? Totschläger? Man kann die reiten? Flammenkerngeschoss, Teigrollen und Schneidbretter. Lava-Laterne, Rambock, Flammenkern, Tor, Aschen. Und sogar ein Baudingens. Schwerer ba da! Oh, Alter. Schon wieder übelst Minen von Moria, ey. Das ist ja unfassbar. Hä? Und schon kein Erz mehr, okay. Das ist ja geil, okay. Und so ein Beam. Mhm. Oh, das sieht ja auch wirklich cool aus, weil das doch so schimmert. Metallen schimmert. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und vor allem gab es jetzt eine... Also das waren so viele neue Sachen. Ich bin ganz ehrlich, da konnte ich so schnell gar nicht lesen. Ach ja, das müssen wir ja auch noch sortieren. Ja, ich mache einfach so, komm. Und so rein. Und dann mache ich natürlich direkt wieder eine neue Fuhre an. Selbstverständlich. Habe auch schon überlegt, wie wir da die beiden gebaut haben. Die kann ich eigentlich auch wieder abreißen. Wollen wir mal eben zwei neue von denen. Aber eigentlich, ich würde sagen, wir lassen es einfach, ne? So, rein damit. Rein damit und rein hiermit. Zack. Und dann hier nochmal. Kurz warten.
Ne, damit er schon anfängt, wenn ich die das erste Erz reingeworfen habe. Deswegen mache ich immer, wenn der 20. durch ist und wir wieder einen nachwerfen können, mache ich das auch. Erz, rein damit. So, und dann wollte ich mal nämlich die ganzen neuen Sachen an der Workbench angucken. Chitinbrustplatte, Brustpanzer von Ask. Das ist wieder diese, ne, die Hose von Ask. Das ist so eine... Ah, das ist ein Set-Bonus. Ask Endurance. Sprinten kostet weniger Ausdauer, Sprung, Angriff und Stechen ist erhöht. Der erste Mann Midgards wusste, wie er seine wichtigsten Organe geschützt hatte. Vielleicht mit einem solchen Brustpanzer. Eine schwere und solide Schutz gegen Hitze, während massive Beinschienen die Beine vor Tiefschlägen schützen. Aha. Boah, ist das teuer. Haben wir schon fast gedacht. Aber das müssen wir alles noch craften, ne? Kommen wir nicht drum rum. Hier, diese Äxte. Lass deiner Wut freien Lauf und stell dich dem Gemetzel. Ja, Äxte ist ja nicht so unser Ding, ne? Wir müssen sie trotzdem craften. Aschenumhang, das Ding wollte ich mal wissen. Was hat denn der? Was ist das gegen Eis? Angriffsausdauerverbrauch. Ah. Wir verbrauchen weniger Ausdauer beim Blocken und beim Kämpfen. Flammkernhelm, hat er auch einen Set-Bonus? Nee. Puzzle von Ass. Ja, das ist der. Skull und Hattie. Die kennen wir ja bereits. Hier ist der Streitkolben einfach nur. Asquin Sattel. Der Rücken eines Asquin ist ziemlich uneben, weshalb man zum Reiten einen Sattel braucht. Finde ich ja krass, dass man die züchten kann. Also, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Flammkernschild. Sieht schon ein bisschen abgewetzt aus, aber irgendwie ganz nice. Schild ist und bleibt die wichtigste Waffe eines jeden Wikingers. Flammkern-Turmschild. Mhm. Ja, das kennen wir ja schon alles. Krom Nidhögg. Bösartigen Drachenbelandung. Es kündigt allen... Huch! Oh, ich glaube, ich bin weggerutscht. Es kündigt allen, die sich in den Weg stellen, das Verderben an. Aha. Und Totschläger. Wenn es ein Totschläger ist, warum ist es dann die Klinge? Es klingt, als ob das ein Hammer oder eine Keule wäre. Aber, naja gut, das sind alles ja nur Nahkampfsachen, ne? Und kam hier auch irgendwas Neues dazu? Ich glaube nicht. Wir haben ja immerhin diese Sachen. Das kostet auch Flammenkern. Hm. Robe von Embler, Askwin-Mantel, Ausdauerverbrauch minus 15, laufe schneller mit dem Wind, lass dich vom Wind zum Sieg tragen und Resistenz gegen Eis. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Fallen, das ist einfach unschlagbar, ich bin ganz ehrlich. Also wenn ihr mir schon neue Mäntel anbietet, schön und gut, aber dann bitte mit diesem Falleffekt, ansonsten werde ich oder nicht. Ich werde den Teufel tun, den Federumhang auszuziehen, oder nicht? So, und ist hier auch was Neues? Ich schau mal, weil, ne, es gab ja einige Umhänge. Und das könnte ja sein, dass das hier ist. Rauchbombe, Bogen. Stimmt, und der neue Bogen, der müsste auch hier sein. Gebündeltes Licht, das Feuerwerk, Fenriskapuze, Fischerhut, das kennen wir alles schon. Kennen wir auch alles schon. Nichts Neues, ne? Nö. Gut. Dann, warte mal, wie viel haben wir dann? Wir haben von die Rüstung von Ask, die Rüstung von Embler. Das sind übrigens die ersten Menschen, ne? Falls ihr das nicht, das hatte ich glaube ich mal in irgendeiner Folge erklärt. Ask und Embler. So in der nordischen Mythologie. Das sind Adam und Eva in der nordischen Mythologie sozusagen. Die Menschen, die aus, ich glaube, Treibholz geschnitzt wurden. Die Götter haben Treibholz gefunden und da Menschen draus geschnitzt. Keine Ahnung, was das soll. Aber wie auch immer, wir haben Ambach, Embler, also, ne, wie hieß er hier? Er hat mehrere Namen. Ask, Embler und die fette Rüstung. Also drei neue Rüstungen. Entsprechend mit neuen Waffen. Da müssen wir sehr, sehr, sehr viel von diesem Erz sammeln. Aber so sei es. Und wie viel ist hier noch drin? Dann würde ich nämlich direkt noch eine anschmeißen. Sehr gut, ist gerade durch. Dann hier 20. So. Und Kohle. Ein Stack. Und rein damit. Und da kommt er direkt raus. Da kann ich noch einen reinmachen. Und er ist fertig. Kannst direkt weitermachen. So.
Und dann machen wir hier einen rein. Na komm. Zack. Und hier. Na los. Tu es. So. Und wir können die Erze, also die Barren hier rausnehmen. Ich mache mir die Kohle wieder weg. Und nehme die Barren auch mal mit. Weil ich würde ganz gerne immerhin schon mal... Stimmt. Halt. Top Prio. Das machen wir jetzt. Wir haben doch neue Herstellungsdinger gekriegt. Teigrollen und Schneidbretter. So Nudelhölzer, das ist ja geil. Okay. Da müssen wir natürlich irgendwo an der Wand hängen, wa? Könnten wir hier hinhängen? Hier dran? Ja, so, ne? Zum Beispiel. Ich brauche Edelholz und Aschenholz. Das machen wir selbstverständlich. Na klar machen wir das. Also das Aufwerten von den Workbenches ist eigentlich immer das Erste, was wir tun sollten, ne? Neben unserer neuen Spitzhacke natürlich. Die darf ich auch nicht vergessen. So, Edelholz. Und dann gehen wir mal nach unten und bauen das Ding mal eben. Und zwar... Ja, einfach hier oben dran. Komm, so. Ach so, ich dachte gerade, warum geht die Linie nach da? Aber das ist die Richtung. So, da ist ja die Verbindungslinie, man sieht's. Ja, so, komm. Fertig. Und wenn wir hier jetzt... Aha. Kesselstufe 6. Ungekochte Krustenpaste, gebranntes... Okay. Okay, okay, mal gucken. Sehr gut. Alter, wie viele neue Sachen kann man denn jetzt machen? Feuriger Spinneintopf, das haben wir schon gesehen. Das war ja das neue Lebensfood, das Beste. Aber ich bin mir sicher, irgendwas war hier auch ungekocht. Püriertes Fleisch. Oh, 100! Fleischreste können sehr lecker sein, wenn man sie nur richtig püriert. Mariniertes Grüngemüse. Oh, das ist bisher unser Bestes. Ne? 80, 85 und der hat 95. Mariniertes Grüngemüse wird wahrscheinlich unser neues Hauptfood für Magie. Zum einen. Und das eine, was man kochen muss, würde ich mal machen, um zu gucken, was es für Werte hat. Pikante Pastete. Das machen wir gleich mal. Und Krustenpastete. Beere, Ei, Mehl und Aspenschweif. Nichts wie hinauf. Und außerdem kann ich mir hier mal das ballern. So, die Beeren. Stimmt, diese Kräuter wollte ich auch mal mitnehmen. Ah, nee, die brauchen wir aber gerade noch nicht. Der Asquin-Schweif war hier. So. Dann die Aegis von diesem Vulture. Und was war das noch? Verdammt, ich hab's vergessen. Das war so klar. Ach, Mehl. Sehr gut, Mehl haben wir auch mehr als genug vorbereitet. Her damit. Ja, jetzt habe ich zwei Packen mitgenommen, ist eigentlich egal. Weil ich will nur jeweils die beiden einmal herstellen. Und wenn wir das, ne, einfach nur um zu gucken, wie die Werte sind. Also einmal den. Zack. Und einmal den. So. Dann nehmen wir uns hier einen raus. So, schmeiß es hier rein und die beiden hier rein. Und dann warten wir einen Moment. Und hier ist wieder durch, ne? Fast. Ja, komm, dann schmeiß ich mal nach. So, her mit dem Flammenkern-Zeugs. Das heißt doch einfach Flammenkern. Und nicht Flammenkern-Barren. Das ist irgendwie verwirrend. Aber gut. So. Und nachgeschmissen. Hier, wir haben ja noch ein bisschen Watt. 20. Und Kohle. Und rein damit. So und so. Und zwei haben wir hier noch. Barren hier rein. So. Und die beiden auch noch danach. Hier ein. Hör damit. Und hier ein.
Hör damit. So. Sehr gut. Ja, das passt schon. Ich habe jetzt die 20. Kohle zwar nicht nachgeworfen, aber ich glaube, das sollte so reichen. Dann haben wir schon mal ein paar Barren. Und hier ja auch nochmal welche. Damit können wir doch schon mal ein bisschen was anfangen. Zum Beispiel um diese anderen Workstations zu... Oh nein, ich Idiot. Oh. Gut. Gott sei Dank hat es genau gepasst.